Moin. Tommy, hast du gute Ohren? Gute Ohren. Ja, aber es ist halt eine coole Narbe. Da. Ja, jetzt müssen wir das alte Fett hier rauspopeln. Mein Speichenwerkzeug. Seit 11 bis 61. Das ist das Rad von 61. Ja, aber die hatten ja viel Altbestand. Naja, klar ist das Rad von 61, deswegen ja Resonanzreserve. Genau. Aber das muss geil ausgesehen haben da in dem Keller. Den hätte ich auch gerne mal gesehen. Ja, da ist Tausende so von Fahrrädern Tausende da. von Rädern. Also bestimmt 5000, 3000, bis 5000 Räder oder was. Und alle nagelneu bis 1900, was weiß ich, 95, 96 oder was. Naja, haben sie einen guten Deal gemacht mit der Regierung. Auf jeden Fall. Um den Antreiber mache ich mir ein bisschen Sorgen. Den kriege ich nämlich nicht so sauber, wie ich das gerne hätte. Kriegt nämlich den Lagerwind nicht raus. Halt mal her den Antreiber. Mach den A-Ring aus. Da ist er. Siehst du? Ah, alles klar. Natürlich trotzdem vorsichtig machen, aber 1, 2, 3. Da haben sie die Leute wenigstens oh, gesehen, wie es funktioniert. Da, 1, 2, 3, die drei Teile. Ja. Ja. Yes. Ja, bitte. Yes, please. Hi. Hallo. Ach Mensch, das ist doch wieder typisch, ey. Was denn? Da hat man mal einen Bremszug gemacht und ist schuld, wenn der Vorbau locker ist. Nee. War zumindest hat er gedacht, nee, warum soll ich denn da rangehen? Ich meine, der Bremszug ist hier vorne und Vorbau ist da oben, da habe ich da nichts mit zu tun. Ja, was wichtig zu sagen, gibt es ja hier eigentlich nicht heute. Es steht ja alle drauf. Ich habe ja eigentlich Ja. alles beschriftet. Ja. Habe ich gesehen. Das hier auch. Der kommt dann später irgendwann im Laufe des Tages. Da ist dann nur das Vorderrad umzubauen und die Lampe, die hier drin ist, natürlich die Klar. Vorderradlampe anzuschließen und hinten, je nachdem, zu verkabeln. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Aber wird ja ein Kabel da sein? Ich weiß aber jetzt nicht. Können wir ja sehen. Ja. Der kommt irgendwann im Laufe des Tages. Das andere sind Abholungen, da steht alles dran. Ja. Und wenn nicht, bin ich ja auch da irgendwie, aber eben wahrscheinlich auf dem Hof eher, aber ich muss mal sehen, wie ich das mache. Was ich heute noch mache. Und mit der Pima, ja, weiß ich ja nicht, wann, wo. Naja, je früher du die Dinger da einbringst, desto besser. Ende. Ja, na, wenn du auf das Gelände rauffährst. Kann ich da rauffahren? Ja, da kannst du rauffahren. Du kannst direkt vor der Werkstatttür halten. Da ist so ein runder Platz, da steht ein Baum in der Mitte. Ja. Und der Eingang auf der linken Seite, da ist so eine Metallrampe. Da ist die Motorrad- bzw. auch die Fahrradwerkstatt. Beide nebeneinander. Also in demselben Raum praktisch. Ja. Hey, der sieht noch voll geil aus. Ja, das Ding ist top. Ist ja nur altes Fett. Und zu wenig halt dann auch, damit Ja. sie sonst ein bisschen Dreck von außen drin und das war halt. Ja, deswegen hat die auch so geknirscht. Naja, knirschen tun sie meist da an dem Lager. Ja. Genau das. Das Sandje-Lager und natürlich hinter dieser
Ja, hinter dem Staubdeckel hinter vom, vom Rücktritt. Ja, Staubdeckel, da sammelt sich ein bisschen Zeug. Naja, mach mal, dann. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich dann. Zwei Fahrräder! Mal gucken, ob ich das reinkriege. Das ist ja nur ein VW-Bus. Mit der fest verbauten Bank. Moment. Guten Morgen. Morgen. Alles gut. Ihr geht an den Strand oder was? Ja, die Hände sehen wir jetzt. Oh. Schön. Kommt alle mit? Wir kommen alle mit. Alle. Alle Räder einpacken? Genau. Ha! Wie soll das gehen? Das ist sauber, das ist sauber, das ist sauber, das ist sauber. Das Ruhlrad, was hat sie? Na toll. Das war uncool. Oh nein, beide Federn sind noch drauf. Besser ist es. Diese Federn meine ich. Da die ja so unheimlich groß sind, muss man halt aufpassen, dass sie nicht verloren gehen. Genau. Und dann kommt heute noch ein Neurad. Ein Neurad? Das BBF Slow, eins von was ich auch als Mietrad hatte früher. Das möchte ein Kunde haben. Ah ja. Und na, das muss halt mal entmontiert werden. Das sollte ja kein Problem sein. Nee, das, da musst du halt aber trotzdem, tatsächlich musst du alle Schrauben festziehen. Alle Achsmutter festziehen, auch die Achsmutter hier hinter. Hinter dem Schaltbox. Die Schaltbox muss einmal ab, das muss fest. Bitte! Aufgepumpt, klar. Pedalen ran, klar. Tretlager immer nachziehen, auf alle Fälle. Nicht Tretlager, Tretkugel. Cool. Ja, das sind so die typischen Schwachstellen, weil bei der Vormontage machen die tatsächlich das nicht so, dass man sich drauf verlassen kann. Ja, wem sagst du das? Der große unten bist du. Puh, der drückt ja da oben, da kriegst du ja Kopfschmerzen noch. Ja, siehst du, und ich hab hier unten den Super-GAU. Wieso? Deswegen. Ja. Nicht schlecht. Da ist er. Magnet und los. Mhm. Hab ich schon. Nein, der ist hingeschmissen. Gibt der noch vorne? Ja, mit der Lampe zusammen. Magnetisch sind sie, das habe ich ausprobiert. Großartig unter Spannung stand sie auch nicht. Die kann also nur rausgefallen sein. Ja gut, dann ja halt hier oben eigentlich. Dann ja eben da oben.
Die Autositze stehen hier vorne, natürlich bitte keine Räder ranlehnen, ja? Ja, natürlich. Ja. Hi. Hi, ja bitte? Ich hoffe, ich habe keinen Platten und ich brauche ein Klo. Und eine Frage hätte ich noch, und zwar quietscht hier irgendetwas, und ich weiß nicht, ob man das vielleicht, ob man da irgendwas machen kann, ob das aufmacht. Na, die Schraube hier festziehen. Ich glaube, es kommt von hier rum. Ich glaube, es kommt von da. Ja. Alle Schrauben sind locker. Du weißt es besser. Na, da oben ist keine Schraube, das wäre am ungünstigsten, dann das ist halt doof. Musst du mal. Achim, hast du mal bitte einen 8er Maulschlüssel? Und kannst der Dame mal 3 Schrauben festziehen? So, ich muss noch von drinnen ein Handy holen. Ja, so, was haben wir jetzt? Wir haben eingeladen, wir fahren jetzt zur BIMA, das ist der Bildungsmarkt. Das ist die Ausbildungsstelle, in der Achim seine Ausbildung macht. Da fahren wir jetzt hin. Und haben 2 Räder dabei, die sie sich da mal angucken sollen. Wir fahren da hin und schauen uns das mal an. Tatsächlich. Moin. Arbeitsmoral hier. Arbeitsmoral. Ja, die Karte. Seite. Ja. Und wo sollen diese süßen, leckeren? Oh, ja, so fassen, dass sie nicht schmelzen. Dann esse ich die schnell auf. Oh, Hilfe. Die kleben hier schon. Ja. Jetzt haben wir mal Achim seine Arbeitsstelle besucht, oder seine Lehrstelle, wo er da lernt. Und ich muss sagen, ja, war doch schön. Recht angenehm. Und jetzt hier zurück zum Laden und dann schauen wir mal, wie Achim da klarkommt. Eigentlich wollte ich heute Beton machen und ich komme ja gar nicht dazu. Ich muss erstmal die Schalung bauen. Und morgen sind wir auf der Einschulung. Ah, stimmt. Sonntag? Sonntag kann ich keinen Beton machen. Montag kann ich auch nicht. Wir müssen zusammen Samstag machen. Nee, Sonntag darfst du ja nicht arbeiten. Warum?
Ja gut, das kriegen wir aber alles irgendwie hin. Viel zu tun. Hin und her fahren. Aber wir haben die Räder da abgegeben. Wir haben ein Diamant irgendwas mit einer G8-Narbe, SRAM G8-Narbe dort abgegeben, weil sie sowas da eben noch nie hatten. Ich hatte das ebenfalls noch nie im Laden. Und einfach nur als Schulungsobjekt zu gucken, wo liegt der Fehler, da ist ja irgendwas drin kaputt. Da komme ich nicht mit klar, habe ich einfach die Zeichnung nicht für, die bräuchte ich. Und die meinten, bringen wir vorbei. Und eine Saxonette, eine alte. Ist das für die Motorradbauer da nicht verkehrt? Die können dann lernen, wie das funktioniert. Wie so ein einfacher Einzylinder-Verbrenner funktioniert. Ja. Heute ist es heiß. Heute ist Sommer. Ja. Also mal gleich im Laden. So, schön an die Sprüche aus, Wand. Bei uns wieder. Toll. Yes. Tolle Wurst. Gut, nimm mal alles mit. Bitte. Ja, halt auf die Maske. Bitte. Schade. Leider muss da ein Schlauch drum. Das Rad im Arsch. So, kannst du ja draußen noch einen dicken Mountainbike nehmen? Nee, ich hab hier schon in die Papa, mein Fahrrad! Ein Fahrrad hier unten. So. Da sind wir wieder. Oh, das macht. Wer macht mir auf? Wer macht mir auf? Macht er mir auf? Bönisch. Ach, miau! Ah! Jetzt weiß ich. Was denn? Ja, wie TL. Du hörst dich ja fast original Katze an. Katze. Ja, ich weiß, sie hattest du letztes Mal schon. Frechheit mitten am Tag. Ja, wa? Sprechen sie das Ding an, ey. So. So, was tippet denn? Wir müssen Kaiser Nero noch los. Ja, das ist die alte Lampe von dem hier. Ja, genau, ruf da, genau. Ja, hey, genau, das wollte ich wissen. Genau. Naja, hier dein. Der kleine Ausländer, ich weiß nicht, wo er herkommt, mit dem Holländerrad. Ah, ja. Das steht jetzt hier unten und sein Lenkkopflager quietscht. Ja, hat soll er aber machen. Ich wollte ja mit Begleitung machen, begleitende Schrauben. Aha. Oder was hat der gesagt jetzt? Nee, er hatte seinen Lenker tiefer gemacht. Und ja, seitdem quietscht er. Ich habe den Lenker wieder höher gemacht, aber der quietscht immer noch. Und ich habe wirklich keine Idee, was da quietschen könnte. Außer, dass das Lager trocken ist. Das ist das Einzige, was mir dazu eingefallen ist. Naja, noch nicht ganz optimal. Naja, öfter Spaß haben wir. Ah, Anpressprofil. Naja, Ding ist durch. Kommen wir jetzt erstmal zu trinken. Das war lustig, ja. Ja. Dann waren wir fertig, wa? Ja. Ah, hier.
Kabel sind schon ab. Ja. Und da wir ja hier so tolle Gabelschuhe dran haben und wir natürlich die Gegenstücken dazu nicht haben, habe ich das noch nicht gemacht. Die halt nicht so, ja, wie auch immer. Also ich brauche mal so zwei Kabel. Zwischen und Tiefe an die Werkbank muss ich gehen. Ja, okay. Ja. Und ich muss jetzt erstmal sehen, wieso das da nicht so richtig funktioniert. Ich halte das Rad gerade eingehängt. Tja, jetzt Kabel, jetzt isoliere ich vorne ab und dann mache ich die beiden Kabelschuhe, setze ich auf. Und das war's. Dann schon mit dem Verkabeln. Alles kein Hexenwerk. Alles kein Problem, Alter. Ey. Was machst du denn da? Ja, wir haben ja heute wirklich neue Jacke-Material hier zusammen. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich zeigen soll. Wie gesagt, ich war da in der Werkstatt, da habe ich aber natürlich nicht gefilmt, weil das wollen bestimmt auch einige nicht. Muss ja auch nicht sein. Müssen wir ja nicht machen. Kann ja mal so ein Special machen und so eine Lehrwerkstatt auch vorstellen. Aber das muss man halt vorher absprechen mit allen. Ne? Und wahrscheinlich sind die dann auch an dem Tag besonders motiviert, die Leute, dass man so ein bisschen sieht, wie arbeiten denn die denn, die da auch, also wie arbeiten die denn da. Und ja. Next! Das war's! Das Ding ist drin, ist fertig! Wenn ihr seht, dass irgendwo was locker ist, gleich nachziehen. Ja, nee, erst warten. Kunden fragen, kann man nur gleich machen. In Hand wird Steuersatz wieder fest. Wunderbar. Wo, der ist hinten, ne? Scheibenkleister. Mann, was für ein Tag. Ist so viel los. Jetzt mache ich Pause. Und guck dem Achim mal bei der Arbeit zu. Da, Essen. Ja, ich muss erst Hände waschen. Nichts ohne Hände waschen hier.
Doch ein 32. Hast du mein Auge hingestellt? Bim. Das war der Gong. Wie ihr seht, ist dieser Lagerring schon nicht mehr in Funktion. Die Kugeln drehen von alleine. Ist absolut trocken und tot. Und gucken wir mal, wie er oben aussieht. Ah, muss ich die Kamera für wegstellen. Funktion. Wie ihr seht, liegen die Kugeln hier schon lose rum, sind nicht mehr am Ring, also kaputt. Bei euch kann man auch mal Praktikum machen, ja? Kann man auch. Wenn man keine Angst hat vor Kameras, dann ja. Kameras sind mit dabei. Geil, oder? Der ist weggemahlen. Ei, ei, ei. Kann ich was zum Trinken? Da weiß man auch mal was. Ich koche morgen. Nee, morgen werden wir bekocht. Das ist viel besser. Wir sind bei der Einschulung. Ja, wie viel Uhr gehen wir eigentlich los? Na, denk schon, dass das die ist ja die Einschulung. Ich war keine Ahnung. 10? Was? 11? Bist so lange schlafig. Ja. Tja, vergiss es. Morgen nicht. So lange schlafig. Also wir kommen schon da an, wenn die tatsächlich von diesem Einschulungsritual zurückkommen. Ich denke, also das ist ja da gleich nebenan, das ist eine Dorfschule. Dann sind die bestimmt spätestens 11 Uhr sind die raus da. Dann sind wir spätestens 11 Uhr da in Woltersdorf. Das heißt, um 10 Uhr spätestens also hier los. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich habe um 8 Uhr die Schule betreten am ersten Schultag und um 8.45 Uhr war ich wieder raus. Siehst du? Also? Willst du einen Schluck? Anouk hat gekocht. Anouk hat gekocht? Hi. Ja. Ich habe gekocht. Rührei. Ja. Veganes Rührei. Voll. Das ist komplett. Ja. Luki! Ja? Nimm mal das Essen. Ja. Nicht vergessen. Ich hab schon einen Stern. Ja, ein Sternekoch. Hast du einen Stern hast du bekommen? Heute bin ich eiskühl. Morgen werde ich bedient. Ja.
Und übermorgen. Das ist ja Mucke, als Hosen noch cool waren. Sonntag. Papa, ist morgen Sonntag? Nee, Samstag. Oh. Achim, wir sehen uns morgen noch bestimmt mal kurz oder so. Wenn nicht, dann am Montag halt. Was muss ich? Ich sitze genau. Ja, klar. Ich bin auf alle Fälle. Monday, Monday. Mit dem defekten Cooler am Abend dann verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, sagte Tommy. Dranbleiben.